Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Wir spielen natürlich ein bisschen Black Ops 4. Ich habe mir jetzt gerade auch noch, oder gerade ist falsch, ich habe mir jetzt auch noch die deutsche Version runtergeladen. Ganz am Anfang habe ich die Beta runtergeladen mit einem Hongkong-Account. Was nicht mehr funktioniert, haben es irgendwie gepatcht. Ein bisschen blöd für alle Leute, die wirklich in Hongkong wohnen. Aber das geht auf jeden Fall nicht mehr. Beziehungsweise wahrscheinlich gucken die einfach, wann der Account gemacht wurde. Und wenn der Account alt ist, dann geht's. Und wenn er neu ist, dann geht's nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall ein bisschen Kontrolle. Ich mag den Modus wirklich gerne. Ich glaube, ich hatte den Sound noch aus für die PlayStation. Ich mag den Modus wirklich gerne, fast am meisten. Ich habe das Gefühl, das ist der einzige Modus, bei dem man irgendwie so ein bisschen weiß, von wo die Leute kommen. Die Spawns sind manchmal noch ein bisschen random. Das wisst ihr wahrscheinlich. Aber eine große Review zu Black Ops 4 wird noch kommen, wenn ich die Beta auch am PC gespielt habe. Ich bin halt einfach ein bisschen schlechter als normal auf der Konsole. Ein bisschen viel schlechter als normal auf der Konsole, hoffe ich auf jeden Fall. Und dementsprechend kann ich da jetzt noch nicht so eine große Meinung abgeben. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass die Maps verdammt lange laden. Komm schon, werf mich ins Spiel. Wie kann es denn sein, dass eine Map so lange lädt? Ich verstehe das nicht. Hallo, mein Freund. Ah! Was ist gerade passiert? Und was war dieses komische Symbol vor seinem Kopf? Ich kapiere immer noch nicht, was das sein soll. Warte mal, bin ich... Okay, ich bin einfach nachgejoint. Aber vielleicht können wir das trotzdem einnehmen. Perfekte Arbeit, mein Freund. Ich glaube, das könnte funktionieren. Hauen wir das Ding hier mal raus. Yes, yes, yes. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben noch kein einziges Game gewonnen. Noch keine einzige Runde gewonnen, meine ich natürlich. Ach so, ich glaube, die mit diesem komischen Ding oben sind reingerufene, oder? Das sind Bots. Da ist irgendwo einer. Leute, ich habe gerade keine Chance in der Lobby. Der kommt mit. Ach Gott. Mein größtes Problem im Moment mit der PlayStation 4 Black Ops 4 Beta ist, dass er auf der PlayStation 4 ist. Ich habe zwar einen Scuf gekauft für die Beta, der irgendwie ein bisschen Probleme macht, aber ey, ich bin einfach so schlecht auf der Konsole. Ich krieg zwar immer mal wieder was hin, aber dann halt, wenn die Gegner schlecht sind. Und das ist echt einfach nervig. Ich muss es ganz klar sagen. Ich fühle mich so krass eingeschränkt einfach. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie wisst, was ich meine, wenn man irgendwie auf einer Plattform spielt, auf der man nicht oft unterwegs ist. Ich denke mal, die meisten von euch sind Konsolenspieler. Stellt euch einfach mal vor, ihr werdet jetzt auf dem PC unterwegs. Oben campt einer. So fühle ich mich halt die ganze Zeit. Können wir wenigstens die erste Stufe einnehmen? Ihr wisst ja, die erste Stufe kann dann nicht mehr resettet werden. Komm schon, hinter mir. Nein, ich weiß nicht, wie knapp wir das gerade nicht geschafft haben. Mann, wo ist denn mein ganzes Team? Was macht denn eigentlich mein ganzes Team? Hier ist wieder die Frage. Weiß mein Team, dass wir hier rein müssen? Weiß mein Team, was der Auftrag ist? Und Leute, was für eine lange Wartezeit hat man denn eigentlich im Menü? Und wie scheiße sieht eigentlich das Menü aus bei diesem Game? Das sind so zwei Sachen, die ich nicht verstehe. Ich fand ja das Menü schon wirklich komisch, das wir hatten bei WW2. Und ich dachte, ey, Treyarch bekommt das bestimmt wieder gut hin. Aber es ist halt wieder schrecklich. Und ich verstehe nicht so ganz, warum es schrecklich ist. Da hätten sie auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was verbessern können. Ich glaube, wir schleichen uns hier mal außen rum. Ja, da kommt meistens einer. Ah, da kommt noch einer. Let's go. Und das, obwohl er eine Rüstung hatte. Okay, das ist hier ein komischer Winkel. Schauen wir mal, ob die pieken. Na, ah, alle haben diese Rüstung an. Warum hatte jeder diese Rüstung? Oh. Okay. Und wo kam der gerade her? Alter. Okay, wir haben diese geile Munition. Ah, haben wir eingenommen? Ich glaube, ich bin im guten Team. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ich glaube, heute kommt übrigens eine neue Map. Ich glaube, heute Abend 19 Uhr bekommen wir eine neue Map. Und ich glaube, wir bekommen außerdem... Soll ich das mal mit... Hallo? Okay, wir bekommen eine neue Map, denke ich. Und das Level wird bestimmt auch ein bisschen erweitert. Also es ist ja eigentlich schon bekannt, dass beides kommen muss. Und heute Abend 19 Uhr würde am meisten Sinn machen. Sonst ist die ganze Sache dann irgendwie doch schon wieder zu spät. Würde ich mal behaupten, würde ich denken. Wie viel Leben hatte der noch? 69? Okay, okay. Die Frage ist jetzt, ob ich alle hochboosten soll oder nicht. Ich glaube ja fast, dass wir... Hallo? Ich glaube fast, dass wir...
dieses Ding noch einnehmen können, ohne dass ich jetzt irgendwen hochbooste. Knappe Kiste haben wir eingenommen. Perfekt. Dann booste ich uns jetzt einfach dann hoch, wenn wir es brauchen. Dann behalte ich das noch so ein bisschen. Aber ja, wenn heute... Ich bin Highlight. Nice. Mit was? Mit einem Kill? Naja, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Highlight war. Wenn heute auf jeden Fall die Map kommt um 19 Uhr, werde ich hier auf YouTube ein bisschen streamen. Seid ihr auf jeden Fall da mit am Start. Danke an alle, die Gäste mit am Start waren. Hat sehr Spaß gemacht. Ich bin zwar immer so ein bisschen sauer auf mich selber, dass ich nicht besser bin auf der Konsole. Aber gut, da kann man nichts machen. Wusstet ihr eigentlich, dass man sich hier außen rumschleichen kann? Es ist eigentlich klar, weil es auch auf der Minimap gezeigt ist. Aber mir war das voll lange nicht bewusst. Okay, jetzt kommt da keiner, wie es aussieht. Die Rüstung, die muss schuld gewesen sein. Wie viel Leben hat er? Ja, das war nicht die Rüstung. Let's go. Nehmen wir natürlich beide mit. Das Geile ist, die müssten jetzt, glaube ich, alle weiter da hinten spawnen, oder? Vielleicht können wir da so ein bisschen... Ja, das sind sie alle. Nein, das gibt's doch nicht. Mann, die SMGs sind so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob einfach die Maps zu klein sind und man im Prinzip einfach immer im Nahkampf kämpft, wo halt die SMGs natürlich besser sein müssen. Oder ob es wirklich einfach so ist, dass die SMGs ein bisschen zu stark sind. Also, ich habe das Gefühl, die sind alle irgendwie besser, im, auch auf mittlerer Distanz. Okay. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Das war eine knappe Kiste. Holy shit. Und Alter, wie viele Leute hat er gerade gekillt? Wenn das nicht Highlight ist, dann weiß ich auch nicht. Ist das nicht Highlight? Ah ja, weil sie mich in der Killcam zeigen wollten. Besten Dank. Dafür haben sie das genommen. Wo er zwei Kills macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das fair finde. Okay, macht. Ah, 2,5 Kills. Jetzt habe ich halt diesen blöden Boost schon verschwendet. Das ärgert mich ein bisschen. Oh, die verstecken mir gleich mal wieder die Shotgun. Dann schauen wir hier mal rein. Oh. Okay, der war auf jeden Fall geboostet. Gut, dass wir das gewonnen haben. Teammates, gönnt euch. Achtet wirklich auf diese Munitionspakete und nehmt die mit, falls ihr die seht. Da kriegt ihr die spezielle Munition, die ein bisschen mehr Schaden macht. Oder ich bin mir gar nicht ganz sicher, was sie macht. Aber ihr bekommt auf jeden Fall... Hallo? Ihr bekommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Punkte pro Kill. Und allein dafür lohnt sich schon. War hier nicht gerade noch einer? Ich bin unsicher. Ja, hinter mir. Und warum habe ich jetzt diese komische Waffe aufgehoben? Was ist gerade passiert? Ich bin mal raus. Das finde ich nicht gut. Ja, wir boosten uns. Und der explodiert, während wir geboostet sind. Kann ich keinen Boost-Kill machen? So, jetzt nehmen wir die Scheiße mal ein. Kann ja nicht sein, dass da jetzt gerade nichts funktioniert. Hier, spezielle Munition für alle. Dann gewinnen wir das Ding jetzt bitte einfach mal. So wird das nämlich gemacht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr im Moment zur Beta sagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Denkt aber dran, man muss sich an so eine Beta gewöhnen. Ich werde es wirklich komplett durchsuchten in der nächsten Zeit und mache dann, wenn ich wirklich viel gespielt habe, ein Video zu den ganzen Sachen, die mir gefallen und die mir nicht gefallen. Beim Leben bin ich mir noch nicht sicher. Das ist ja so das Hauptthema von ganz vielen. Ich habe voll oft das Gefühl, dass das voll in Ordnung ist und dass das gut passt. Und dann habe ich wieder das Gefühl, dass das richtig seltsam ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht die Server noch ein bisschen kaputt sind und dass es sich deswegen unterschiedlich anfühlt oder an was das genau liegt. Da bin ich mir noch nicht zu 100% sicher. Mein jetziger Eindruck ist, dass man da vielleicht ein bisschen runtergehen kann. Ich mag eigentlich eine höhere Time to Kill ganz gerne. Aber jetzt in der Beta fühlt sich's auch, bilde ich mir auf jeden Fall ein bisschen anders an als auf den ganzen Events. Und das könnte daran liegen, dass ich auf den Events halt nicht im Internet gespielt habe, sondern auf den lokalen Servern praktisch im LAN. Und da war die Verbindung vielleicht besser und deswegen hat sich die Time to Kill ein bisschen geringer angefühlt. Ich weiß es nicht ganz genau. Schauen wir mal, was sich da entwickelt. So ein großes Feedback gibt es halt letztendlich danach der Beta, beziehungsweise nachdem ich auf dem PC gespielt habe. Da kann ich dann einfach mehr dazu sagen. Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und für weitere Call of Duty-Videos lasst gerne auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin.